So, wie ihr euch bestimmt schon gedacht habt, kann ich jetzt keine Pause machen und mache jetzt hier direkt weiter. Für mich auf jeden Fall, ihr, keine Ahnung, ob ihr das gleichzeitig seht oder wie oder was oder auch nicht. So, auf jeden Fall ist hier ein Dungeon und wir werden diesen bemoosten Stern oder überhaupt Cobblestone sehen. Wir müssen jetzt einfach nur die Spinnen loswerden. Und ich glaube, wir wechseln jetzt auch unser Schwert. Ja, wir wechseln jetzt auch unser Schwert. Das ist ein Spinnenspawner. Und den kann man ausschalten, wenn man normalerweise wenn man eine Fackel drauf platziert. Ich weiß nicht, ob es noch immer so ist. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Es wird schneller und spawnt eine Spinne oder. Und es spawnt. Keine Spinne, wie es aussieht. Das heißt, wir haben ihn erfolgreich abgeschaltet. Ja, müsste auf jeden Fall ausgeschaltet sein. Wir sehen Creeper-Gesicht auf der Seite. Und ja, der spawnt eben jede. Das ist ein Spawner und den gibt es ja in jedem verschiedenen. Ja, kann man auch zerstören, aber nicht aufsammeln und mitnehmen, sondern der ist dann weg. Und nichts kommt raus. So, ja, das spawnt eben jede paar Sekunden, jede 15 oder so, eben das Monster, was sich drinnen dreht. Und ja, da findet ihr überall herum so einen bemoosten Stein, den könnt ihr dann mitnehmen und wir können uns dann zum Beispiel unser Dings verbessern, unseren. Den einen Raum von uns mit unserem Zaubertisch noch älter aussehen lassen. Ja. Und tada. So. Und rumherum findet eben ja. Was wollte ich jetzt sagen? Kisten, in denen ja seltene Sachen drin sein sollten. Schauen wir mal. Ah, sehr viele Sättel. Okay, was ist das? Kakaobohnen. Okay, so schauen die aus. Auf den einen Goldbahn können wir eigentlich verzichten. Den Eimer haben wir schon mit. Machen wir den jetzt nicht unbedingt. Ein Sattel können wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Also ich habe zwei brauchen. Bin mir dann nicht sicher. Schwarze Steine haben auch zwei mit. Okay, die Kiste haben wir jetzt einmal und dann schauen wir mal noch, was da drin ist. Noch mehr Kakaobohnen, noch mehr Brot. Da komme ich drauf, dass ich was essen sollte. Das hätte ich da nicht dran gedacht. So. Gut, einmal, wie gesagt, braucht man nicht mit. So viele Sättel braucht man dann auch wieder nicht. So, die machen wir uns mal wieder 40 Fackeln. So, und kommen 40 Fackeln raus. Warum sage ich immer Flaggen? Egal, so. Haben wir auf jeden Fall beide durchsucht. Und ja, das war unser erster Spawner. Okay. Haben wir sehr souverän gelöst eigentlich. Zum Glück ist das Spiel da oben hängen geblieben. Ah, sehr schön. Da freut mich wieder ein bisschen. Und mal schauen, was. Wir vielleicht noch mal Glück haben. Oh Mann. Mann, ich habe mich jetzt heilige Scheiße, mich jetzt erschreckt. Oh Mann. Mann.
Nee, es ist zwar nichts Gruseliges passiert, aber... Mann! Bin ich mich gerade erschreckt, okay, da kommen zwei Creeper. Zum Glück hat uns das Skelett nicht runtergestoßen. Aber wo geht's jetzt hin? Ja, das Schwert hat jetzt auch Rückstoß. Mit der Rückstoß verstärkt wird. Stirb, stirb! Ich hoffe, beide sind tot, ja? Ziehen wir mal eine Fackel, damit wir sehen, ob hier... Holen wir uns die EP ab, hier leuchtet es so schön. Ich hoffe, ihr erschreckt mich nicht mehr. Wo schauen wir uns das hin, da was leuchtet? Ja. Schauen wir, warum es so leuchtet. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht geht es ja weiter, weil sowas so ein Loch war, ne? Hier. Brauchen wir nicht mehr, können wir nichts mehr ansammeln, okay. Ja, nicht. Na gut, dann hat es ihm umsonst zugeleuchtet. Kann ja auch mal passieren. Ja. Wie sieht's hier aus? Sehr großer Wasserpool. Okay. Sind wir einen kleinen Umweg gegangen, aber egal. So. Gut, du blödes Skelett, kannst da ruhig drin bleiben. Ah ja. Okay, also wenn wir jetzt Fackeln machen wollen, war kein Problem. Genug Kohle hätten wir. Für zu Hause braucht man eigentlich auch wieder Kohle. Wir machen nicht mehr viel in den Öfen drinnen, aber nein. So viel werden wir es jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Ups. Upsala. So, hier oben ist Minenschacht. Aber hallo, und hier ist... Hier ist das Skelett. Geh mal weg. So. Vielleicht noch irgendwas. Wow. Ah, so weit will ich da gar nicht rein. Kennen wir gar nichts. Ober uns haben wir sehr viele Monster, die ich höre. Heilige Scheiße. Ja. Hoffe unser Erfolg erstmal nichts. Ja, ober uns. Dass man hier oben kommt. Ja. Mal weg. Na, viele Schläge rosten. Sehr viele. Okay. Aber das war's jetzt erstmal, ja. Habt's mal eine Fackel? Oh, hallo. Natürlich. Wie genau halt schießt. Hau. Schwinde Creeper, ich sehe nichts. Okay, ja, war nichts, nicht so schlimm. Hat alle Monster gekillt, die noch hier waren. Und sich selbst. Okay. Redstone. Lava, hoffentlich geht er wieder nicht wieder automatisch nach vorne. So. Nee, nee, aber wirklich. Automatisch nach vorne gegangen. So, Redstone kann man sowieso nicht mitnehmen. Ja, dann lassen wir den da. Bevor wir das Ganze zerstören hier. Und machen uns hier eine coole Treppe nach oben. So, der Pfeil, der ist kurz auf der nach unten geflogen. Ja, das erste will ich da hier nicht hin platzieren. Ah ja. Ja.
Hier waren wir schon. Boah, was zur Hölle? Skelettarmee, okay. Heilige Scheiße. Ein komplettes Skelettarmee. Da unten. Ah, ich will ja gar nicht runter. Au. Ja, ja. Okay. Au. Okay, endlich. Es sind aber noch welche. Oh ja. Oh ja, ja, jetzt bin ich unten, okay. Stirb. Stirb doch. Hinter mir ist auch eins. Okay, schießt daneben, sehr schön. So, und da war jetzt noch eins. Genau. Ah, erstmal Fackel. Hier Fackel, Fackel. Fackel, okay. Erstmal kratzen. So, okay. Und jetzt geht's dann noch so weiter vom Spielen her. Hier noch eine Fackel. Okay. Mal das ein bisschen markieren. So. Okay. Hier Lava. Das hier eben machen. So. Das auch noch. So. Na gut, dann haben wir hier sowas. Keine Ahnung, was das sein soll. Okay. So. Ah, zum Glück erstmal die Skelette los. So. Na gut. Ja, mit der Schaufel kommen wir da nicht weit. Mit dem Schwert auch nicht. Ja, ich versuche gerne alles. Ja, das sollte ich gerade vermeiden, aber naja. Ich wusste doch, warum ich das wegschob. Also ich habe mich gefragt, was ich gesagt. Naja, jetzt weiß ich's. Ein Zombie. So. Ich mag mein Schwert so sehr, ich verwende es einfach für alles. Egal, ob es klappt oder nicht. Uah. Ich will immer Shift drücken, damit ich renne, aber klappt nicht. Ja, es klappt einfach nicht. Oh Mann. So, es wäre fast ein Fail geworden. Das mit dem Creeper war ein Fail. Bin ich ehrlich zu. Aber alles nur, weil ich Shift gedrückt habe. Da hat der Creeper Zaun weggesprengt und was weiß ich was noch. So. Eine Kiste. Und wenn ich wenn das das ist, was ich glaube, dann haben wir gerade einen Spinnenspawner gefunden. Also einen Höhlen. Was? Cave Spider, genau. Höhlenspinnen. Spawner, genau. Ungefähr kann man das nennen. Au, au, au. Au, ich bin vergiftet. Au, au. Okay. Das war's jetzt auch mit der Vergiftung. Gehen wir das hier weg. Können, wenn wir Glück haben, den auch ausschalten. So. Gut. Ja, wie schon gesagt, Leute, ein Höhlenspinnen-Spawner. Höhlenspinnen sind genau wie Spinnen, nur stärker. Klar? So. Also ich hoffe, wir haben den ausgeschalten und schauen mal in die Kiste mit Kürbissamen und Melonsamen. Was lassen wir denn da? Brauchen wir zwei Sättel? Ich glaube gar nicht. Dann nehmen wir halt die Dinger mit. Kakaobohnen sind cool. Eine Glasflasche können wir auch entbehren, glaube ich. So, und wieder markieren, damit wir die Kiste genommen haben. Das können wir Fackeln übereinander stapeln. So, ja, so viele Fackeln braucht man da auch wieder nicht. So,
wollen hier trotzdem durch. Und das bedeutet, wir müssen nicht, aber sollten auf jeden Fall diese Spinnennetze weggeben. Und hier ist auch schon Schluss. Also vom Part und vom Weg her. Oder auch nicht. Vom Weg auf jeden Fall nicht. Der geht hier noch weiter. Ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal eine Pause. Und was hier noch alles so weiterkommt, wenn wir uns dann alles zusammen im nächsten Part anschauen. Ich habe auf jeden Fall schon Schiss. Das ist doch ein tolles Bild für den Abschluss. Und die Musik passt auch gut dazu. Oh, die Musik ist gerade aus. Aber okay, nee, doch nicht. Lass das mal kurz auf euch wirken. Ein bisschen Angst einflößen, oder? Okay, in diese ungewisse Höhle, also ungewissen Tiefen, begeben wir uns dann im nächsten Part von Minecraft. Seid gespannt, was als nächstes passiert. Ja, wie gesagt, die letzten Parts werden ein bisschen spannender. Natürlich. Und ja, ich esse noch erstmal was und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Hulps. Euer Marc. Ciao. Schwert. So, tschüss.